Das ist ja krass. Also, dass das so nah beieinander liegt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Es ist einfach nur traurig für so ein gutes Produkt. Wunderschönen guten Tag zu diesem neuen Reaction-Video hier. Und ja, ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt, sind physische Videospiele. Und der einzige Mann, den ich kenne, der ein größeres Regal als ich hinten habe, sind viele, aber vor allem er. Und ja, der Raketen-Jansel, ein guter Kollege von mir, der hat ein Video über physische Videospiele versus digitale Videospiele gemacht. Und ich frage mich jetzt halt ernsthaft, warum er diese CD in der Hand hat. Und ich hoffe, nichts Böses. Aber gucken wir mal rein. Mal sehen, was es in dem Video erwarten wird. Physische Videospiele. Ich hoffe, das war eine AOL-CD. Und ich hoffe, er hat sich geschnitten. Sind tot. Denn mit Alan Wake 2 erschien nun eins der ersten großen AAA-Spiele für Konsole, welches bewusst und ausschließlich digital erschienen ist. Und Fans und Kritiker lieben es. 88er Metascore, bei Open Critic gab es sogar eine 89 und 8 Nominierungen sowie einige Trophäen bei den Game Awards sprechen ebenfalls eine deutliche Sprache. Ich sage, die physische Variante wird noch kommen, sobald sich das Spiel gut genug verkauft hat. Ich bleibe dabei. Ist also der letzte Sargnagel für Videospiele, wie wir sie kennen. Willkommen im digitalen Zeitalter. Physische Videospiele sind endgültig tot. Oder doch nicht? Was? Critics are loving Alan Wake, but few are buying it. Alan Wake fans disappointed by controlled digital only release. Ja. Verständlich, ne? Halt ohne physischen Release, kein Kauf. Oder doch nicht? Moin, moin, moin. Was geht, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zu ein paar Gedanken über die Zukunft von Videospielen. Vor allen Dingen über die, die man anfassen kann. Denn ich. Da war ein PlayStation-Logo drauf. Wo sind wir? 1:03. Physische Video. Da ist auch ein PlayStation-Logo drauf. Es war keine AOL-CD. Physische. Oder? Du Sau. Die Zukunft von Videospielen. Vor allen Dingen über die, die man anfassen kann. Denn ich liebe physische Videospiele. Ob nun damals oder heute. Für mich ist das Medium Videospiel einfach mehr als nur ein paar Bits und Bytes auf einer Festplatte. Es ist die Summe seiner Teile. Ob nun die Vorfreude, das Artwork, die Verpackung, die Anleitung, der Klappentext, der Datenträger oder natürlich das Spielerlebnis selbst mit all seinen Facetten. Erst zusammen ergibt sich für mich das Gesamtpaket Videospiel, was mich so fasziniert. Wenn also ein Spiel wie Alan Wake 2 erscheint, welches nur digital erhältlich ist, dann kann ich nicht anders als enttäuscht sein. Es fehlt halt irgendwie etwas. Es wirkt, ironischerweise, wie ein Direct-to-DVD-Film. Ja, genau. Das ist das Erste, was ich gesagt habe. So eine High-Class-Produktion und es ist nur digital, es wird nur runtergeladen. Es ist einfach nur traurig für so ein gutes Produkt. Und ich liebe Alan Wake, ich liebe den ersten Teil und das Remaster kam ja auch noch auf der in der physischen Variante. Ich verstehe es nicht. Gerade bei so einem Spiel, für kleinere Titel, so Indie-Publisher, die sagen, ey, wir bringen das erstmal digital raus. Alles legitim, alles cool so. Ich wünsche mir aber, wenn ein Spiel richtig durchschlägt, dass es dann trotzdem nochmal einen physischen Release bekommt. Es ist halt einfach so. Und ich weiß, viele Hersteller bringen Spiele mittlerweile nur teilweise auf Cartridge und CD raus oder Blu-ray. Aber ganz ehrlich, macht das nicht. Dann kaufe ich es auch nicht. Etwas von minderer Qualität. Und sorry, ich will hier auf gar keinen Fall die Arbeit und die Mühe der Alan Wake-Entwickler beleidigen oder niedermachen,
Aber ich kann auch nicht verbergen, dass ich mich insgeheim vielleicht sogar auch ein wenig darüber freue, oh, direkt auf die richtige Stelle gezogen, zumindest kommerziell nicht ganz so der Hit zu sein scheint. Denn laut Matt Piscatella, dem Geschäftsführer von Circana, dem wahrscheinlich bekanntesten Marktforschungsinstitut für Videospiele, welche seit 1995 die Verkäufe und so weiter für den Gaming-Bereich beobachten und tracken, war Alan Wake 2 in seinem Erscheinungsmonat nicht unter den Top 150 Spielen basierend auf Monthly Active Usern. Das ist sehr schade. Man muss aber auch dazu sagen, dass der erste Teil sich auch nicht top verkauft hat. Der hat seine Kosten erst reingespielt, wo das Remaster jetzt erschienen ist. Weder auf Xbox noch auf der PlayStation 5. Okay, natürlich ist Alan Wake 2 auch erst am 27., also ziemlich am Ende des Monats erschienen. Und das Horrorgenre selbst war ja seit jeher eh nie so der Kassenschlager. Aber komm schon, das klingt jetzt nicht danach, als hätte das Spiel bei denen, bei denen es am meisten drauf ankommt, nämlich bei den Spielern, so einen krassen Anklang gefunden. Zum Vergleich, ein Spider-Man 2, das zwar immerhin eine Woche früher, also schon am 20.10. erschien, steht sogar auf Platz 3 dieser Liste. Und Alan Wake 2 hat es nicht mal in die Top 150 geschafft? Hui. Ja, aber Spider-Man ist auch einfach eine der größten Marken. Erstens Marvel, zweitens, das wird durch Disney und Sony gepusht und Spider-Man halt, ne? Das ist schon heftig. Hinzu kommt, dass die PC-Version nur exklusiv über den hauseigenen Epic Game Store vertrieben wird, was sicherlich ebenfalls einige potenzielle Käufer abgeschreckt haben sollte. Jedoch muss man natürlich auch fairerweise anmerken, dass... Warum sieht denn das so low-poly aus alles? Das Spiel sieht doch viel besser aus. Hast du denn auf so einem Ding hier gespielt oder was? Alles hier basiert nur auf externen Daten und nichts hiervon ist bestätigt, denn Epic selbst hat bisher keine offiziellen Verkaufszahlen oder ähnliches vermeldet. Aber dennoch denke ich, die Wahrscheinlichkeit ist schon recht groß, dass Alan Wake 2 absatzmäßig zurzeit eher ein Flop ist und das zumindest, und da stimmen mir einige Analysten und auch Matt Piscatella zu, eine physische Version des Spiels hier einiges hätte retten können. Und da wären wir wieder beim Thema. Sind physische Videospiele also doch nicht tot? Brauchen vor allen Dingen große Games mit einem überdurchschnittlich hohen Budget doch noch eine Ladenversion, um wirklich erfolgreich zu sein? Tja, ich bin nun kein Experte, aber ich denke schon, dass man für maximalen wirtschaftlichen Erfolg, beziehungsweise wenn man in den Mainstream vordringen möchte, schon eine physische Version bereitstellen sollte. Ein einfaches Beispiel. Der Enkel möchte unbedingt Alan Wake 2 zu Weihnachten haben. Der 12-Jährige. Denkt ihr wirklich, Oma kauft im Mediamarkt eine PSN oder Xbox Guthabenkarte und legt die unterm Weihnachtsbaum? Ja. Oder? Wow. Danke, Oma. Ja, und aber habt überhin, ihr nicht ja? auch schon massig Games gekauft, nicht weil ihr speziell danach gesucht habt, sondern einfach weil sie da waren und sie euch aufgrund ihrer Verpackung im Laden ins Auge gefallen sind? Ehrlich gesagt, bei mir ist das ständig so. Es gibt natürlich auch immer Ausnahmen, wie zum Beispiel Baldur's Gate 3, aber das Spiel ist aufgrund seiner extrem positiven Wertung und der daraus resultierenden Mund-zu-Mund-Propaganda vielleicht auch wirklich einzigartig und... Und vor allem ist es... Also Baldur's Gate ist immer noch ein PC-Spiel. Selbst hier hat man mittlerweile übrigens nachträglich eine wunderschöne Retail-Version angekündigt. Doch, versteht mich falsch, ich bin nicht naiv. Ich weiß natürlich, dass die Digitalisierung meines geliebten Hobbys unaufhaltsam ist, dass über kurz oder lang fast alle Spiele nur noch digital erscheinen werden und Konsolen irgendwann höchstwahrscheinlich durch Streaming-Devices oder irgendwelche Dienste ersetzt werden. Da muss man... Nein, nicht machen. Ich möchte das nicht. Fucking Stream. Sich nichts vormachen. Und ich habe auch grundsätzlich nichts gegen digitale Games. Ob Cocoon, Hades, Return to Monkey Island oder Baldur's Gate 3. Auch ich kaufe mir regelmäßig Spiele im Store. Aber dennoch bin ich ganz felsenfest davon überzeugt, physische Spiele sind absolut notwendig und dürfen nicht aussterben. Denn wenn man ganz einfach mal die Vor- und Nachteile von digitalen und physischen Games gegenüberstellt, dann gibt es eigentlich kaum eine Alternative, oder? Aber fangen wir mal von vorne an. Was sind die Vorteile einer digitalen Spielebibliothek? Digitale Spiele sind bequemer. Ja, das stimmt wohl. Sie lassen sich schneller wechseln. Ja, okay. Man braucht keinen echten Platz zur Aufbewahrung. Auch das stimmt. Disc-Spiele muss man ja auch runterladen. Ja, was? Nee,
Nee, das stimmt nicht. Man lädt nicht etwas herunter, man installiert etwas vom Datenträger auf die Festplatte der Konsole. Das ist ein kleiner, aber sehr feiner und wichtiger Unterschied. Ja, aber man braucht ja trotzdem einen Patch, damit es läuft. Nein, auch das stimmt nicht und da muss ich endlich mal entscheidend dazwischengrätschen. Ja, ein Großteil aller modernen Spiele bietet vom Start weg ein oder mehrere Patches an, die das Spielerlebnis verbessern. Stopp mal. Also es gibt schon Spiele, die nur einen minzigen Teil haben, ne? Ich glaube, er geht hier jetzt gerade von der PlayStation aus. Aber Switch ist ja mittlerweile Katastrophe teilweise. Und auch auf der PlayStation, boah, ich müsste jetzt überlegen, ich hatte bestimmt schon ein, zwei Spiele, wo nochmal ein großes Zusatzpaket runtergeladen wurde. Können, aber notwendig fürs Durchspielen sind diese in den meisten Fällen nicht. Laut der Website Does It Play, welche aktuelle Spiele auf genau diese Problematik hin überprüft, sind 74% der getesteten Games problemlos und 15 weitere Prozent mit leichten Abstrichen ohne einen einzigen Patch durchzuspielen. Und von den 11%... Das ist aber zu wenig. Aber gut, das ist ein anderes Thema für ein anderes Video. ...die zwangsweise einen Patch benötigen, sind die meisten sowieso Online-Multiplayer- bzw. Live-Service-Spiele. Sprich, bei denen ist das offensichtlich aufgrund ihrer Natur gar nicht möglich und sie sollten vielleicht von vornherein gar keine physische Version haben, weil, warum auch, sie ändern sich ja eh ständig. Ja, dennoch muss man online sein. Nein, 91% aller physischen Spiele lassen sich problemlos offline zocken. Digitale Games sind aber günstiger. Auf der PlayStation. Die Series X wird bei ganz, ganz vielen Spielen leider zum Briefbeschwerer. Ich weiß nicht, wovon die 91% jetzt ausgehen, aber ohne die... Aber vielleicht geht's ja für alle, aber trotzdem. Ja. Eins der Argumente, mit dem Alan Wake 2 Entwickler Remedy seine Entscheidung rechtfertigte, das Spiel nur ausschließlich digital anzubieten. So könne man das Spiel für 59 statt für 69 Dollar anbieten, aber zum einen wäre ich und wahrscheinlich auch viele andere Freunde physischer Medien gerne dazu bereit gewesen, diesen Extraaufpreis für eine physische Version zu bezahlen, und zum anderen zeigt das doch nur auf, wie falsch und gierig die Industrie und die daran beteiligten Firmen eigentlich sind. Denn ja, für den Endkunden ist es zwar 10 Dollar günstiger, man kann ja so schließlich die Groß- und Einzelhändler überspringen und Kosten einsparen. Die Frage ist doch dann aber, wieso sind nicht alle digitalen Spiele generell 10 Dollar günstiger? Abseits mal davon, ey, scheiß da drauf, ey. Weil die Händler gehen sowieso dahin, Amazon senkt 10 Euro, Mediamarkt zieht mit, Saturn zieht mit. Und schon kriegst du es doch überall für 59,99. Ach ja, die Extramarge nimmt man dann doch lieber gerne mit. Ja, ja, eben. Kein Wunder, dass Publisher wollen, dass wir ihre Spiele digital kaufen. Da bleibt halt mehr hängen. Außerdem kann man auch nicht sagen, dass digitale Spiele pauschal günstiger sind. Denn in den Stores bestimmen die Betreiber selbst, wie teuer ein Spiel angeboten wird. Im freien Markt hingegen, dessen Gesetze physische Games nun mal unterliegen, bestimmt Angebot und Nachfrage, also der Kunde selbst, was ein Spiel wert ist. Starfield zum Beispiel kostet aktuell so bei Microsoft immer noch 79 Euro, bei Amazon aber nur noch 54. Gebraucht sogar nur 47. Konkurrenz belebt und beeinflusst nun mal das Geschäft. Und die gibt es digital auf den firmeneigenen Plattformen nun mal deutlich weniger. Dennoch muss man natürlich auch fair sein. Natürlich gibt es auch künstlich in die Höhe getriebene Preise durch Scalper und ähnliches im Einzelhandel, wie auch tolle günstige Angebote durch Sales in digitalen Stores. Das will ich gar nicht verschweigen. Und wer abwartet, findet meist eh das beste Angebot für sich und seinen Geldbeutel. Dass Spiele aber pauschal auf der einen oder anderen Seite günstiger sind, das kann man einfach nicht behaupten. Digitale Spiele sind aber umweltfreundlich. Nee, kann man nicht behaupten, aber ich nehme jetzt mal ein jüngstes Beispiel. Ich habe jetzt ein paar Spiele nachgekauft, unter anderem Callisto-Protokoll. Ich weiß, ist nicht jedermanns Favorit, aber auch hier Forspoken, ja, in der Steelbook Edition. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich hatte viel Spaß mit dem Spiel. Es ist die physische Variante mit Hülle, mit Steelbook und allem drum und dran für 20 Euro. Ja, man muss ein bisschen warten, aber ey, ganz ehrlich, das lohnt sich doch auch. Und
Ich hatte die Spiele als Digitalcode bekommen, haben mir Spaß gemacht. Ich habe sie nochmal nachgekauft, weil ich einfach was haben will. Ich will nicht, dass dieses Ding, was hier hinter mir steht, was ihr jetzt ungünstigerweise nicht seht, wenn mein Headset meinen Kopf blockiert. Ja, jedenfalls die PlayStation 5, die hier hinter mir steht, da will ich einfach, die will ich auch noch ein paar Jahre nutzen können. Auch wenn die PlayStation 6 schon draußen ist, auch wenn sie vielleicht schon abwärtskompatibel ist. Aber gerade Abwärtskompatibilität schiebe ich die Disk rein und gut ist. Freundlicher. Ja? Sind sie das wirklich? Ich meine, klar, die Hülle bei Retail-Spielen ist aus Plastik und dementsprechend werden dafür Ressourcen benötigt, genauso wie für den Datenträger. Aber zum einen ist das ja nun mal kein Wegwerfartikel wie ein Joghurtbecher oder die Plastikverpackung um Obst oder Gemüse. Ja, ich habe auch ein Gegenbeispiel. Diese Tüte mit 56 PlayStation 3 Spielen inklusive der PlayStation 3 stand an einem unbekannten Ort, den ich hier nicht genauer erwähne, aber sie waren theoretisch weggeschmissen. Soll das hier bitte? Wenn man mal darüber nachdenkt, könnte man durch das Tauschen und Weiterverkaufen von gebrauchten Spielen diesen vielleicht sogar eine gewisse Nachhaltigkeit zusprechen. Ja. Und wenn man damit dennoch ein Problem hat, dann gibt es, denke ich, deutlich dringendere Situationen, wo man zuallererst ansetzen könnte und sollte. Zum anderen. Abgesehen mal davon, die Leute suchen sich ja auch Gründe wegen Umweltschutz mittlerweile. Als Nintendo Labo damals rauskam, Labo, das Ding, was du einfach in den Ofen schmeißen kannst, dann ist es für immer verschwunden. Da wurde bemängelt, dass das ja so umweltverschmutzend sei. Also wenn man es finden will, kann man es überall finden. Hätte ich aber auch nichts dagegen, wenn physische Spiele in Zukunft deutlich nachhaltiger produziert werden. Es muss ja nicht immer Plastik sein. Reicht ja auch recycelbare Pappe, wie es zum Beispiel bei Mediabooks oder CD-Digipacks schon länger der Fall ist. Außerdem, denkt ihr wirklich, digitale Spiele gelangen durch Magie und Zauberei auf eure Festplatte? Nein, dafür müssen echt existierende Server bzw. gigantische Rechenzentren zur Verfügung gestellt werden, die nicht nur einen gravierenden ökologischen Fußabdruck hinterlassen können, sondern auch einen astronomisch hohen Energiebedarf haben. Laut Umweltbundesamt wurden 2020 zum Beispiel durch die weltweiten Rechenzentren zwischen 100 und 500 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß generiert. Zum Vergleich, im selben Zeitraum wurden in Deutschland insgesamt nur 728 Millionen Tonnen Was? CO2-Äquivalente ausgestoßen. Daher sollte man das Thema Krass. Umweltfreundlichkeit in diesem Bereich nicht einfach so pauschalisieren, denn ich denke, sowohl physische als auch digitale Spiele haben hier gleichermaßen noch Optimierungsbedarf. Ja, okay, Das ist aber ja krass. Also, dass das so nah beieinander liegt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wahnsinn. was machen denn physische Spiele so viel besser? Zum einen, sie gehören dir und du kannst damit machen, was du willst. Verschenken, vertauschen, verkaufen, verleihen, verlieren, sammeln, wegschmeißen, kochen. Du bestimmst über dein Eigentum. Und obwohl das die Anbieter selbst vielleicht anders sehen als du und du durch den Datenträger eventuell nur das Nutzungsrecht für ihre Software erstehst, gibt es wenig, was sie dagegen tun können. Wenn ich zum Beispiel Godzilla oder Deadpool auf der PlayStation 4 zocken will, beide Spiele, die aufgrund abgelaufener Lizenzen digital nicht mehr zu kaufen sind, dann mache ich Das das einfach. ist das größte Problem, finde ich. Die Aufnahme ist älter, ne? Rasieren, weil du kriegst einige Spiele einfach nicht mehr. Und die Hersteller fangen ja jetzt auch schon an, damit Spiele einzustellen. Zum Beispiel gab es erst vor kurzem eine Meldung, dass Origami King, also Paper Mario, jetzt in der physischen Version eingestellt wird. Das Teil gab es teilweise für 15 Euro zu kaufen, neu. Jetzt ist es mittlerweile wieder bei 43. Aber ja. Digitale Spiele werden weggestrichen, weil Soundtrack, bla bla bla, alles einfach Müll. Wirklich. Ich habe eine physische Version und die kann mir niemand mehr wegnehmen. Aber wisst ihr, was man euch wegnehmen kann? Richtig, digitale Games. Denn so viel Geld ihr hier auch ausgibt, besitzen oder kaufen tut ihr hier gar nichts. Und Gar theoretisch habt nichts. ihr dem auch alle wohlwissend zugestimmt. Denn ob Steam, Sony, Microsoft oder sonst wo, in den EULAs, die jeder akzeptieren muss, wenn man die jeweiligen Stores nutzen will, steht es ganz deutlich. Die Software wird lizenziert, nicht verkauft. Ihr bezahlt hier also zwar fröhlich, aber wirklich gehören oder gar bestimmen dürft ihr hier gar nichts.
Krass. Ja, das kommt wieder so, ne? Dieses Scrollen und sowas alles. Ich wusste nicht, dass das so eindeutig da drin steht. Also wirklich mit einem Satz ist im Grunde genommen das ganze Thema erledigt. Und wenn ihr euch nicht an die Regeln der jeweiligen Plattform haltet, dann kann es halt auch sein, dass ihr dieses Lizenzrecht wieder verliert. So wurde zum Beispiel gerade erst ein User von seinem EA Games Account gebannt, weil er im Eifer eines Apex Legends Gefechts STFU, also die Abkürzung für grob übersetzt "Halt dein Maul", in den Chat geschrieben hat. Ich meine, mal abgesehen davon, dass wir alle nett zueinander sein sollten, aber den kompletten Zugriff auf wohlgemerkt all seine bisher gekauften Spiele zu verlieren, weil man etwas schreibt, das man als Beleidigung interpretieren könnte, das ist schon heftig. Vielleicht hat er sich ja auch verschrieben oder meinte etwas anderes mit der Abkürzung. Schade, totale Fehlentscheidung. Aber nein, EA hat ihn einfach mal rausgeschmissen. Und das ist bei weitem kein Einzelfall. Digitaler Besitz ist nun mal eine Illusion und die Games sind dadurch deutlich anfälliger als ein Spiel, welches man wirklich in der Hand hält. Was ist denn, wenn die Server down sind? Wenn eine Firma gar pleite geht oder aussteigt? Wenn sie Kosten einsparen will und etwas von ihrer Plattform entfernt, wie es bei Disney Plus oder Netflix nicht unüblich ist? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das auch bei den Gaming-Anbietern passiert. Was ist, wenn euer Account gehackt wird oder ein Spiel nicht mehr das ist, was ihr ursprünglich gekauft habt? Denn wenn man bestimmen kann, wer deine Games nutzen darf, dann kann man auch bestimmen, was diese überhaupt sehen. Bestes aktuelles Beispiel: Lies of P. Das anspruchsvolle Souls-like wurde kurz nach Release mit einem Patch völlig in seinem Schwierigkeitsgrad verändert. Viele mögen dies vielleicht begrüßen, aber alle die, die die vorherige Herausforderung des Spiels mochten und es vielleicht deswegen auch kauften, können dies nun nicht mehr erleben, sofern sie nicht offline die Disc-Version des Spiels besitzen und diese spielen. Das ist natürlich nur ein kleines Exempel, aber es zeigt auf, wie flüchtig Videospiele sein können. Und was passiert erst, wenn euch Spielmechaniken, politische bzw. ideologische Inhalte oder sonstige sensible Bestandteile eines Spiels vorenthalten, vorgesetzt, ergänzt oder gar entfernt werden? Damit kommen wir auch zur wichtigsten Aufgabe physischer Videospiele: Präservation. Die langfristige Wahrung und Sicherung unseres geliebten Mediums. Guter Punkt, ey. Also, so viele Spiele, wie mittlerweile nebenbei schon den Bach runtergehen, ist echt krass mittlerweile. Also, Mobile Games, klar, an erster Front, aber so kleinere Spiele, einfach nicht mehr existieren, die wir vielleicht auch nie mitbekommen haben. Und in 20 Jahren sagt dir dann der Onkel: Hast du mal das gespielt? Das musst du spielen. Dann guckst du bei Steam oder bei den E-Shops: Das gibt's doch gar nicht. Und dann guckst du bei Google, da findest du vielleicht einen Eintrag bei Wikipedia, der vielleicht nicht abgeschlossen ist. Dann weißt du zumindest, dass es mal existiert hat. Aber spielen kannst du es denn nicht mehr? Ah, ich weiß nicht. Und ich denke, Videospiele sollten nicht oder nicht nur digital, sondern vor allen Dingen analog, also in physischer Form erhalten und gesichert werden. Wisst ihr, das ist wie bei reichen Leuten. Die lassen ihr Geld ja auch nicht einfach auf dem Konto liegen, sondern die kaufen Häuser und Gold. Man muss sich schließlich möglichst diversifiziert absichern und übertragen aufs Gaming kommen dafür nur physische Spiele in Frage. Und zwar in ihrer kompletten und ursprünglichen Fassung. Mein Vorschlag, um das irgendwie zu ermöglichen, wäre sowas in der Art wie die Deutsche Nationalbibliothek. In Deutschland sind nämlich veröffentlichte körperliche Medienwerke verpflichtet, ein Pflichtexemplar an diese Bibliothek zu liefern. Vom gedruckten Buch über Zeitschriften bis hin zu Landkarten, Schallplatten oder CDs. Da geht aber der Platz irgendwann aus, glaube ich. Da müssen sie ja bald anbauen. Oder müssen schon anbauen. Wahnsinn, das wusste ich gar nicht. Ist ja krass. Aber ist geil. Also, das finde ich richtig geil. Und, ja, vielleicht führen wir ja irgendwann. Ich habe hier zum Beispiel für die Nintendo Switch diesen Alksom Cartridge Changer sozusagen. Da habe ich dann immer die vier aktuellsten Spiele drin, die ich spiele am Fernseher. Aber vielleicht haben wir ja auch bald wieder einen Blu-ray-Wechsler. Kennt ihr die noch? Aus den Golf und so? Alles wird hier katalogisiert und verwahrt für die Ewigkeit, Geil. frei von irgendwelchen digitalen Einflüssen oder sonst was. Warum gibt es sowas nicht auch für Videospiele? Beziehungsweise, warum müssen Videospielhersteller generell nicht auch immer ein Pflichtexemplar ihrer Games hier in Deutschland 40. beim DNB Ui. abliefern? Was ist denn mehr körperliches Medienwerk als das hier? Laut Datenbank sind dort aber nur 14 Spiele als Beispiel hinterlegt.
Als Beispiel. Zelda 4, Zelda 64, Zelda 3, Super Mario, Sonic Adventure? Naughty Dog, Last of Us, okay. Animal Crossing, GTA 3, GTA 4, Heavy Rain, Katamari Damacy. Katamari, okay. Metal Gear Solid, okay, verdient. Pong. Verdient. Als Beispiel hinterlegt. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Naja, aber mir ist auch natürlich klar, dass dies ein unfassbarer Aufwand wäre und Online-Multiplayer-Spiele oder Live-Service-Games hätten es da extrem schwer. Aber wenn dort Bücher auch in ihren unterschiedlichen Auflagen hinterlegt sind, warum sollten da nicht auch Spiele in unterschiedlich gepatchten Zuständen bzw. Krass. Versionsnummern dort archiviert werden? Für Spieler hätte das auf jeden Fall nur Vorteile. Zum einen müssten die Publisher dadurch, sofern sie nicht jedes Mal wieder eine physische Version herstellen wollten, endlich wieder fehlerfreie, optimierte und vor allen Dingen vollständige Spiele auf ihre Discs pressen, wie es bis vor 10 Jahren üblich war, und ein Spiel nicht nach Veröffentlichung nachträglich mit Patches vollenden. Denn obwohl, wie vorhin schon beschrieben, ein Großteil der Spiele ohne Patch spielbar sind, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht auch die bestmögliche Version eines Spiels auf meiner Disc oder Cartridge haben möchte. Und zum anderen müsste man nicht mehr Angst haben, dass ein Spiel irgendwann verloren geht. Alles wäre für immer erhalten und zugriffsbereit, ist ja schließlich eine Bibliothek, die frei zugänglich ist. Als positiver Nebeneffekt würden physische Videospiele so vielleicht auch weiterhin existieren können. Ich meine, wenn man eh für so eine Bibliothek etwas produziert, dann kann man doch auch gleich ein paar mehr Exemplare machen und die an die Leute verkaufen, die auch noch in Zukunft physische Videospiele haben wollen. Naja, ist nur eine Idee. Ich gehe jetzt Ende weg. Ich sehe da übrigens ein leeres Fach. Zwei Zocken. Tschüss. Wo ist denn eigentlich die klassische Outro-Musik? Und was war das jetzt hier mit Tschüss und was? Abonniert Raket, was? Okay, das war die Live-Reaction. Jeder hat seine eigene Meinung, aber ich finde, das einzige Argument, was ich für digitale Spiele habe, ist die Bequemlichkeit. Einfach meine Switch einpacken, nicht noch die Cartridges, die ja eigentlich auch nichts wiegen, aber die man natürlich auch verlieren kann, und dann einfach umschalten. Alles andere ist für mich kein Argument, aber das Problem ist, das wiegt so hart, dieses Argument, dass viele Leute sich davon überzeugen lassen und sich dann eine Digital PlayStation 5 kaufen zum Beispiel und dann gerade mal einen Monat später feststellt, oh Scheiße, die kosten ja alle 70 Euro im Store, da hat der sich das Laufwerk ja schon wieder gelohnt, weil Demon's Souls zum Beispiel, Launch-Titel, habe ich damals gekauft fürs Unboxing, kostet mittlerweile 15 Euro. Im Store nicht. Na gut, egal. Brauchen wir nicht lange diskutieren. Ich denke, es sollte klar sein, physische Spiele und so. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zur nächsten Live-Reaction und ciao, ciao.